Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde des gepflegten Let's Plays, liebe Hearthstone, Freunde, Spieler und Zugucker, liebe Streamschauer, liebe wer auch immer. Und ja, Steeltonix, du darfst jetzt lachen. Entschuldigung. Der freut sich nämlich gerade tierischen Ast. Ich muss dazu nämlich sagen, es ist nicht die erste Runde, die Steeltonix und ich heute aufnehmen. Denn gerade so nach der Aufnahmerunde. Es ist gut, wenn du so viel lachen musst, weißt du, dann hab ich's jetzt in der Runde gleich leichter. Entschuldige. Denn so nachdem wir gerade hier die Aufnahmesession beendet haben und so weiter, haben der Steeltonix und ich kamen so ins Tratschen und ich dachte mir, naja, ziehst du die Folge schon mal rüber in den anderen Ordner und so weiter zum Schneiden. Und da sprang mir auf einmal auf meinem Weg von einem Fenster zum anderen mein Papierkorb in den Weg. Was ich in dem Moment nicht richtig realisierte und tatsächlich fragte mich Windows leider auch noch, diese Datei ist zu groß für Ihren Papierkorb, wollen Sie sie wirklich vollständig löschen? Ich habe natürlich nicht wirklich realisiert, was da stand und dachte, so, da steht jetzt sowas wie, wollen Sie die Datei wirklich da verschieben? Dachte mir, was will der denn jetzt von mir? Klicke auf Ja und sagte dann zum Stil, du, wir können nochmal, weil ich habe gerade unsere Aufnahme gelöscht. Ja, das ist echt so schön. Da, die Draki meldet sich so zum Wort und sagt, ich glaube, ich habe gerade die Aufnahme gelöscht. Und seitdem aber so, darf ich mir... Trocken, das war absolut erstklassig. Ja, aber seitdem darf ich mir das anhören, was ihr hier gerade auch hört. Ja, Entschuldigung, aber die besten Gags sind die, die aus dem wahren Leben kommen. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, und weil ich tatsächlich eine sehr hohe Peinlichkeitsschwelle habe, habe ich euch das jetzt sogar erzählt und nicht so getan, als wäre das hier die erste Aufnahme heute. Nö, wir sind hochprofessionell, wir lassen doch nicht zu, dass irgendwelcher Dreck auf unserem Namen liegt. So, aber der Fairness halber darfst du jetzt auch dann wieder gegen meinen Jäger antreten? Ich hätte gedacht, wir tun dieses richtig geile Match von vorhin nochmal wiederholen. Du meinst unser Offline-Match? Ja, das, was dummerweise im Eimer ist. Ach so, ne, das war doch der Jäger. Ach so, das, ja. Brain AFK, man kennt das ja. Ja. Alles klar. Haselocke. Da machen wir es genauso. So, jetzt müssen wir dem Spiel bloß noch mitteilen, dass es bitte genau die gleichen Karten wieder ausspucken soll. Boah, ich hoffe. Also, ich wünsche es mir wirklich ganz selten, aber heute wünsche ich mir wirklich mal, dass ich beschissene Karten bekomme. Damit das möglichst authentisch rüberkommt, so wie wir es gerade mitbekommen haben. So, mal gucken. Ja, von der Starthand sieht das schon mal genau so aus. Also, da braucht man nicht drüber reden. Nee, bei mir nicht so sehr. Schauen wir mal, was so passiert. Ganz ehrlich, hättet ihr das Match gesehen, was wir gerade gespielt haben? Boah, Alter, ich war so am Rumkrebsen mit meinen Karten, weil sie wollten einfach nicht so, wie ich das wollte. Um euch mal einen Tipp zu geben, die Draki hat mich epochal besiegt. Ja, und ausgerechnet diese Aufnahme ist weg. Ja, aber ich drück dir natürlich alle Daumen, dass du das nochmal schaffst. Ja, wir werden sehen. So. Mal gucken, wie lange das hält. Guck mal, da ist ja mein Süßer. Oh, da ist er ja wieder. Ja. Dieser Raptor hat mir in der letzten Runde das Leben so zum Krampf gemacht. Ihr könnt's euch nicht wirklich vorstellen. Ich mag meinen Raptor. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, warum du ihn magst. Weil er hat einen sehr hohen Störfaktor. So, und ich fürchte, ich habe auch keine andere Wahl, als so auf ihn einzugehen. Mein armer kleiner Raptor. Ich meine, ich liebe ja alle meine Tierchen in meinem Jägerdeck. Ja, aber den Raptor, den habe ich irgendwie so besonders gern. Vielleicht, weil ich ein Troll bin in WoW und ich habe meine besondere Beziehung zu Raptoren. Mhm. Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, Raptoren sind in WoW wirklich eine der geilsten Reittiere. Sogar noch vor den Nachtelfenpanthern. Was ich ja immer sehr cool fand, wenn ich auf meinem Raptor so als Troll neben einem Tauren auf einem Raptor stand, weil das Reittier passt sich ja der Größe an. Und ich habe immer, ich habe meinen dann immer gerne mal so neben einem Tauren auf dem Raptor geparkt. Und
Ich glaube, einmal habe ich es tatsächlich sogar gemacht. Da habe ich dann einen Screenshot gemacht und habe eine Sprechblase, also eine Denkblase eingefügt bei meinem Raptor und da stand dann drin, Mami? Auch nicht schlecht. Ja, das ist so ein bisschen kreativer Input, der für viele kleine Gags gut ist. Also ganz ehrlich, wenn ich sowas hätte wie du, da könnte ich mir mein Leben sinnvoller gestalten, als Hearthstone zu zocken und Let's Plays zu gucken. Ach, Hearthstone zocken und Let's Plays gucken ist auch schön. Ja, aber manchmal habe ich so ein bisschen das Bedürfnis an mich selber, dass ich selber was schaffen will. Zum Beispiel verhindern, dass du mich hier gerade in Streifen schneidest. Mist. Ja. Es bleibt nicht viel übrig, aber ich mach's. Tack! Erstmal mit Jan. Jetzt den zweiten Raptor. Jetzt habe ich keine Raptoren mehr. Aber du hast noch viele, viele andere sehr gefährliche Biester, vor denen ich ehrlich gesagt einen Schiss hab wie sonst was. Ja, ich habe viele süße Tiere. Ich nehme erstmal das Tierchen hier. Also ich bin sehr tierlieb, muss ich sagen, aber ich habe ein Problem damit, wenn die Tiere mir die Kehle aufschlitzen wollen. Und das Tierchen habe ich auch. Jetzt habe ich fertig. Ja. Und jetzt bekomme ich langsam voll derbe Probleme. Fuck yeah. Ich habe ja neulich mal wieder so, ne, wo wir gerade bei Tiere und Aufschlitzen sind. Ja. Da haben wir neulich wieder so ein schönes Bild gesehen, wie so ein Torero tierisch von einem Stier auf die Hörner genommen wird. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich ein schlechter Mensch, aber ich denke mir dann immer, jopp, zu Recht. Schon ein bisschen sadistisch, muss man sagen. Ja, aber mal ganz ehrlich, was die mit den Tieren machen, ist auch nicht schön. Ne? Ey, Magan, darf ich dich mal was Persönliches fragen? Und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Bist du ein aktives PETA-Mitglied? Nee. Nee? Nee. Würde aber gut zu dir passen, finde ich. Ich hatte mal einen derben Streit darüber mit einem Typen. Weil er das unmöglich findet, dass ich eher meinen Vogel retten würde, wenn unser Haus brennt, als einen Nachbarn, den ich nicht kenne. Ist ein Streitthema, ja. Boah, darauf wüsste ich jetzt aber auch keine Antwort. Ich habe auch mal zwei Wellensittiche gehabt. Ja, aber mal ganz ehrlich, ne? Du hast die Wahl zwischen irgendeinem random Menschen, den du nicht kennst, und einem Tier, das du liebst. Ja. Ich kann es verstehen. Verurteile mich bitte nicht dafür, aber ich bin ein sehr neutral denkender Mensch und habe gerade meine Nachtelfenpriesterin verloren. Ich sehe schon kommen, das wird nichts werden hier. Eieiei. Nee, also ich denke wirklich sehr rational und objektiv und ja, ich gebe zu, ein Menschenleben ist mehr wert als ein Tierleben, aber ich respektiere es genauso, dass eine emotionale Bindung zu einem Lebewesen auch extrem viel wert ist. Weil das gibt einem selber ein Zugehörigkeits- und familiäres Gefühl. Also, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich gerade sagen will. Ja, doch, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, wenn das Haus tatsächlich brennen würde, wäre natürlich die Entscheidung auch ganz schön hart. Wahrscheinlich würde ich mir meinen Vogel in den Pullover stopfen, der kann nämlich eh nicht fliegen. Da musst du dann nur aufpassen, dass er dir nicht in die Nippel zwickt. Autsch! Entschuldige. ich habe gerade ein ziemlich massives Problem. Das möchte ich hier nur mal anmerken. Ich habe hier einen ganzen Zoo neben mich stehen gegen mich und weiß nicht, wie ich dagegen ankommen soll. Aua. Ich glaube, ich würde mir dann tatsächlich meinen Vogel eher in den Pullover stopfen und mir dann die Nachbarin vielleicht noch unter den Arm klemmen. Oder so. Die Nachbarin unter den Arm klemmen, das stelle ich mir auch sehr geil vor. Was ist denn das, eine Gnomin? Also ich glaube, wenn ich tatsächlich vor der Wahl stehen würde, wäre die Entscheidung doch nicht ganz so schwer wie in Theorie, nicht ganz so leicht, wie es in der Theorie ist. Aber grundsätzlich finde ich meistens Tiere wesentlich sympathischer als Menschen. Kann ich verstehen.
So, jetzt wird's mal Zeit, ein bisschen Notbremse zu ziehen. Ich kann mich hier wirklich gegen Drakis Wildlife Park nur notdürftig wehren. Da sieht man mal, wie viel Kraft in vier Pfoten steckt. Ja, und ich habe jetzt gerade irgendwie was Falsches getan. Aua. Aber das ist nicht unbedingt falsch, was du gerade gemacht hast, weil du hast gerade eine ziemliche Schadensspitze gegen mich. Mhm. Na gut, dafür hast du aber auch deine Hyäne, also... Ja, richtig. ...gerade schön angreifbar gemacht. Richtig. Ich weiß langsam auch nicht mehr, wie ich darauf eingehen soll. Oh Mann. Weil das Problem ist, dass ich natürlich auch keins von meinen anderen Tieren opfern will. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Mir fällt es jetzt erst ein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Du hast den Eaglehorn-Bow draußen und ich habe ein Geheimnis offen liegen. Den habe ich aber erst gespielt, nachdem dein Geheimnis draußen war, wenn es dich tröstet. Oh, naja gut. Schwacher Trost, aber zumindest ein Trost. Danke dir. Alter. Das könnte ein Fehler sein, was ich jetzt tue, aber ich will auch irgendwie keins von meinen Viechern hier gerade opfern. Ich bin sehr gespannt, was du tust. Ich jage allein. Aua. Vor allem, wenn es nicht viel bringt, wenn ich die Viecher opfer. Na gut, ich hätte jetzt außer, dass ich meinen Tank stärker mache. Tundra Rhino und den Bogen, um den Guardian of Kings wegzuhauen. Also, liebe Leute da draußen, wundert euch nicht, wenn ich mit englischen Begriffen arbeite, weil ich spiele selber mit dem englischen Client. Deswegen bin ich an die englischen Begriffe gewöhnt. So, ach du meine Güte. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Das möchte ich hier noch einmal ganz klar betonen. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine einzige Wahl. Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt holt eine Weihe raus oder so. Naja, nicht ganz. Blessing of Kings. Oh, ouch. Und damit aktiviere ich mein Geheimnis. Aber damit muss ich auch leben, dass dein Bogen stärker wird. Na, stärker nicht, aber er hält nochmal Einhaltbarkeit. So, und jetzt muss ich mich entscheiden. Ich habe zwei Möglichkeiten, wie ich den Zug zu Ende bringen kann. Ah, und das Gemeine ist, dass du weißt, was für fiese Bestien noch in meinem Deck lauern. Naja, ich versuche hier gerade zu rechnen. Du hast noch zwei Karten auf der Hand. Du hast potenziell noch 6 Schaden als Waffe und du hast 6 Schaden gegen mich. Ich habe das Gefühl, ich bereue es, aber ich tue es trotzdem. Ich mache jetzt den. Und den. Ja, ist auch eine schöne Karte in Verbindung mit Wildtieren. Lass die Hunde los! So. Och nö. Doch. Oh, aber hast deine Hausaufgaben gemacht. Du sagst den richtigen Spruch mit der richtigen Karte zusammen. Richtig. So. Und allein schon zu Showzwecken machen wir mal den hier. Oh, dann bedeutet das, dass ich ausgespielt habe. Ich würde sagen, hast du. Aua. Hättest du das Kill Command, also das Fass, nicht lieber auf mich spielen sollen? Hätte ich. Aber ich wäre trotzdem tot. Ach ja, stimmt, du hast ja noch. Ich bin ein Jäger. So, und jetzt sage ich das, was ich eigentlich immer gerne an dieser Stelle sagen möchte. Sage ich es mal an der richtigen Stelle. Hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Meine Mama. Sie ist mir wichtig ins Herz. Hey! Hä? Also, muss ich wirklich sagen... Was zur Hölle? Was? Was ist das denn für ein blöder Bug? Siehst du was, was ich nicht sehe? Ja, sehe ich, dass ich gerade Windshorn bekommen habe. Hä? Ja! Bitte. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe gerade TS-Lag gehabt. Ich habe gerade Windzorn bekommen. Den goldenen Windzorn.
Kratz? Wird durch das Erreichen der Stufe 23 als Schamane freigeschaltet. Also wenn du noch mehr Bugs von der Sorte hast, ich würde die gerne nehmen. Also so ist es nicht. Sehr schön. Ich habe als Jäger einen Windzorn bekommen. Das ist schön. Na hey. Nur für die nicht so oft Hearthstone-Spieler, Windzorn ist eine Schamanenkarte. Ist eine schöne Karte, muss ich zugeben. Da habe ich auch schon von Schamanen richtig schön aufs Maul bekommen. Ja, ist es. Bin froh, dass die Draki nicht mit ihrem Schamanen gespielt hat. Sieht aber sehr hübsch aus in Goldversion. Kannst du dir nachher im Video mal angucken. Sehr hübsch. Ach, guck mal, jetzt habe ich auch einen goldenen Waldwolf bekommen. Oh, der goldene Waldwolf, ja. Oh, also, um das nochmal in Retrospektive zu betrachten, dieses Match hier steht dem, was versehentlich gelöscht wurde, in keinster Weise nach. Nee, das stimmt. Ich hätte einen Zug gebraucht und ich hätte Tyrion Vordring ausspielen können. Ui. Und ab dann hätte ich das Spiel wieder in der Hand gehabt. Tja, aber so hast du gegen meine kleinen süßen Knuddeltierchen leider keine Chance gehabt. Ja, das ist immer so das Problem. Jäger sind unglaublich schwer zu kontrollieren. Man darf ihnen nicht die Möglichkeit lassen, das Deck voll zu packen, weil, ja, dann überrennen sie einen einfach. Ja. Dann lasse ich aber die Hunde los und dann geht's los. Oh, hör mir auch mit den Hunden. Nee, warum mussten die mir auch unbedingt in die Waden beißen? Das tut weh. So. Alles klar. Liebe Draki, auch im zweiten Anlauf hat es richtig Spaß gemacht. Ich kann mich absolut nicht beschweren. Es war sehr spannend. Mein Kopf glüht immer noch. Was auch ein bisschen an dem Getränk liegt, was ich vor mir habe. Aber pssst, das ist bestimmt Wammmilch. Die gute mit 5%. Es ist ein milchhaltiges Getränk. Ah, sehr gut. Ein milchhaltiges Kakaogetränk oder so. Ja, liebe Leute, bevor wir uns jetzt hier zu sehr verschwafeln, ne, möchtest du jetzt noch jemanden grüßen? Ich sag's jetzt zum zweiten Mal. Ich grüße die komplette Riege von Gronkh.de, alle Let's Player dort, weil sie machen erstklassige Arbeit und sie unterhalten mich die ganze Zeit über super. Und natürlich grüße ich auch dich, liebe Draki, denn du gehörst ja auch zum Team mit dazu. So als stille Teilhaberin im Hintergrund. Genau, weil ich kenne da Leute. So, liebe Leute. Hast du ja noch gar nicht gebracht, den Spruch, ne? Ich glaube, das hängt mir jetzt noch ewig nach. Nur bei mir. Ja. So, liebe Leute, in diesem Sinne wünsche ich euch aber jetzt allen eine gute Nacht. Noch viel Spaß beim Hearthstone-Spielen und viel Spaß beim Let's Plays gucken und bei was auch immer ihr sonst noch so tut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.